Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum ersten Hardware-Video vom OpenCom von Scholz. Nee, Schocks, Entschuldigung. Wir haben ja schon das Open Run und das Open Run Mini gemacht. Jetzt kommt das OpenCom, wie gesagt. Ich habe mich mit Absicht dafür entschieden, dass wir das Unboxing gleich anfangen mit der Sicht nach unten. Also wenn ihr das Gerät sehen wollt vernünftig, guckt euch am besten das Unboxing-Video an. Jetzt im Hardware-Video werden wir es aufsetzen und benutzen. Und ich werde es euch natürlich auch zeigen. Ihr habt ein Ladekabel mit bei, kein USB-C oder irgend sowas, weil hier ist es jetzt ein bisschen anders. Das ist wie bei Fitness-Trackern, dass ihr da so eine Art Magnet habt, womit es dann halt am Gerät hält. Für Dampfer so in etwa wie ein Pod-System. Ne? So, und zwar haben wir jetzt hier das OpenCom. Ja, das ist so wie das Open Run. Nicht Open Run Mini, sondern Open Run. So hinten ein bisschen mehr Platz. Und wir haben jetzt hier noch ein Mikrofon, was wir dann halt nach vorne machen können. Was wir erstmal oben lassen werden. Da bin ich mal sehr gespannt. Die Knöpfe sind ein bisschen anders angeordnet hier. Die sind rund, nicht länglich, aber auch unten. So. Hier ist aber nicht abgebildet, ob... Ach ja, auch dieses Verbindungsding haben wir hier. Dieses Symbol. Hier ist aber auch nicht beim Plus-Knopf wie Power mit angezeigt. Aber ich denke mal, das wird so sein. Ich drücke jetzt einfach mal Power und halte Power gedrückt. Ja, und da haben wir eine kleine blaue LED, die jetzt auch rot leuchtet, weil wir noch nicht verbunden sind. So, und dann gehen wir mal auf Bluetooth-Geräte. Ach, mir juckt die Nase, Leute, da gibt die Hälfte oder so, sagt man das schon. OpenCom bei Schocks, ich hoffe, ich spreche Schocks richtig aus, koppeln. Wir gucken uns das jetzt mal auch an. Wir haben Anrufe, Medienaudio, Kontakte teilen brauchen wir nicht. Umbenennen brauchen wir auch nicht. Da steht OpenCom. Entkoppeln brauchen wir auch nicht. So, aufsetzen ist ganz easy. Einfach so. Achso, eine Brille am besten beim ersten Mal abmachen. So, dann einfach so, dass es schön sitzt. So, die schwarzen Teile. Nicht ins Ohr oder übers Ohr. Die sind wirklich dafür ausgelegt, dass sie hier praktisch am... Ich hoffe, das sieht man hier vernünftig. Hier ist der Knöchel. Hier. Und das ist dann praktisch davor. Tschüss. Hab dich auch lieb. Ich will noch ein Tschüssküsschen. Dass es dann hier aufliegt. Tschüss, mein Schatz. 18 wieder hier, Armbrot. Ja. Soll ich Brötchen holen? Nee. So, jetzt haben wir das ist praktisch, hier ist halt mein Knöchel, der dicke, und davor ist es, kommt dann so ein bisschen ran. Das ist, eigentlich könnt ihr da nichts verkehrt machen. Ihr setzt die auf und die sitzen von Anfang an gleich super. Ich mach mal noch ein Stück hoch. Die sind halt irgendwie ergonomisch gemacht, sodass die halt gleich wirklich super sitzen. Also zack, ihr könnt da nicht viel falsch machen. Hier ist schön locker alles. Hier sitzt nichts doll fest. Es drückt nicht doll rein. Und dann könnt ihr dann praktisch hier drehen und das Mikrofon nach vorne machen. Ich mach mal nach vorne. Können wir da biegen? Nee, nur nach vorne, oder? Nee, nur nach vorne. So, und das ist dann halt so wie beim Open Run. Ja, bloß dass das Mikrofon jetzt noch ein bisschen mehr nach vorne kommt. Das Open Run hat das Mikrofon halt hier mit eingebaut. Und hier ist halt praktisch noch so ein... Wir werden mal gleich gucken, wie es sich anhört. Ihr könnt trotzdem Brille dabei tragen. Aber halt beim ersten Mal aufsetzen, habe ich festgestellt, durchs Open Run und Open Run Mini, erst Brille abnehmen, aufsetzen. Das sitzt dann ganz gut. Und dann könnt ihr jederzeit die Brille aufsetzen und dann passt das. Ich komme mit der Brille natürlich nicht mehr hinter das Ohr, weil da sind die Kopfhörer drüber. Krass, Kopfhörer, obwohl es nicht richtig Kopfhörer sind, weil man sie ja nicht auf dem Ohr hat. Aber egal, ist so geiles Zeug.
Hitze- und Unwetterwarnung habe ich heute auch hier, kriege ich jetzt auch schon wieder. Muss ich Josie auch gleich Bescheid sagen. Und eine UV-Warnung bis 19 Uhr. Sturm auch. Okay. Telefon. Jetzt machen wir erstmal den obligatorischen Anruf. Tut mir leid. Aber Musik machen wir danach. Erstmal, dass ich die Große da warnen kann. Icke? Und was sagst du? Das klingt super. Also besser als die Wehen davor. Ja, gut, das wird dann im Mikrofon sein. Gut, das ist gut zu wissen. Du, UV-Warn, hast du dich eingecremt? Wirklich? Oder sagst du nur, du hast dich eingecremt, um schneller loszukommen? Doch, haben wir. Zurückkommen. Wenn du dich nicht eincremst, kommst du nach Hause. Ja, bitte. Und UV-Warnung, größtenteils Schatten. Sturmwarnung wurde auch ausgesprochen. Wenn du siehst, dass es zu dunkel wird und grummelig, sofort nach Hause kommen. Gut. Dann viel Spaß. Schöne Grüße an Chiara. Jo, tschudu. So, also die Große sagt, das hört sich viel besser als die anderen beiden an. Also zu Open Run und dann Open Run Mini. Sie hört mich gestochen scharf. Super. Und jetzt machen wir mal Musik. Warte mal, hier sind die Knöpfe. Nee, hier sind die Knöpfe nicht. Ich habe jetzt auch wieder volle Pulle. Also, gefühlt sind die wieder etwas lauter als die anderen. Und gefühlt, wenn ich die volle Pulle aufdrehe, dann vibriert das halt ein bisschen. Weil das sitzt ja nah hier an, sitzt ja direkt am Knöchel an. Und wenn ich das volle Pulle aufdrehe, ist klar, auch wenn es den Schall überträgt, dann vibriert das halt hier so ein bisschen die Häuse. Es klingt jetzt total weird, aber wenn ich volle Pulle aufdrehe, vibriert das mehr im Takt als das Open One. Es klingt jetzt komisch. Das Open One, das vibriert halt auch und mehr als Musik kommt da auch nicht raus, aber ist klar. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, und es klingt wirklich komisch, dass das Vibrieren mehr im Takt ist als bei dem Open One. Weil da, obwohl es die gleiche Musik ist. Das ist ja kurios. Wir gucken, ich gucke mal noch ein paar Lieder rein. Geil. Krass. Krass. Auch hier, Ton wirklich geil.
ist wirklich geil. Es ist ja wirklich eine Übertragung vom Schall. Es ist so geil. Ich kann es immer noch nicht fassen, wie das funktioniert. Du hörst, du hast was nicht auf die Ohren, sondern eigentlich daneben auf dem Knochen. Du hörst den Ton richtig, richtig geil. Wirklich toll. Also wirklich. Ich habe jetzt ja hier Nemesis gerade gehört. Mit dem Album Gerechter Zorn. Und dabei, bei dem Lied, was ich jetzt gehört habe, ich habe da so ein paar Testlieder, wo man halt, wo ich halt für meinen Gehörgang, es sind nicht nur meine Lieblingslieder, halt auch, wo ich für meinen Gehörgang halt weiß, was ich damit testen kann. Zum Beispiel hier war jetzt im Hintergrund Hintergeräusche, also praktisch, die haben halt gesungen und das gleiche, was sie gesungen haben, war leise im Hintergrund von sich selbst. Also haben sie, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man das gleiche nochmal im Hintergrund packt. Ich bin kein Musikexperte oder in der Produktion oder sonst irgendwas dergleichen. Ich kann es euch nur sagen, wie es sich anhört. Geil. Es hört sich so geil an. Es ist so abgefahren geil. Es ist nicht. Selbst die Hintergrund, die im Hintergrund, wenn die da so leise singen, höre ich. Ich höre trotzdem alles, was hier draußen abgeht. Ich höre die Stimmen klar und deutlich. Nicht zu basslastig, nicht zu hell. Es ist. Ich kann. Sorry, ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Ich kann nur einfach sagen. Scheiße, ist das geil! Und es klingt komisch, aber es ist wirklich scheiße geil. Und ich muss halt gucken, also wie sagt meine Tochter sagt jetzt, ich werde das noch mit anderen Leuten testen, das Mikrofon halt bei dem ist halt geil, weil halt extra noch, das kommt jetzt ein Stück weiter runter. Das hört denn hier praktisch, beim anderen, wenn wir hier oben, soll wohl halt richtig klar sein. Ja, werden wir noch testen. Wir werden mal gleich, ich werde mal Rudi anrufen, mal gucken, was Rudi dazu sagt. Rudi hat auch ein gutes Gehör. Ich sag nur, ey, ich kann es immer noch nicht fassen. Ich weiß, wie es funktioniert. Es ist eigentlich kein Hexenwerk, aber dass es so gut funktioniert und wie es funktioniert, ich bin absolut begeistert. Ich kann es nicht anders sagen. Ich rufe mal Rudi an. Ist Mittag, der wird wahrscheinlich nicht Mittagsschlaf machen. Rudi, 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 Rudi. Ist ja so weit unten jetzt. Ah, da haben wir. Schon lange nicht mehr telefoniert. Haben wir mal Discord benutzt. Grüß dich. Du bist mal Testopfer. Wie hört mich denn an? Ganz normal. Super, das ist nämlich das eine Headset, was ich gerade benutze. Ja, bin ich gerade fleißig am Video machen. Samstag. Ja, aber ja. Frau und Kind haben auch gemeckert, weil Wochenende wieder was gemacht wird, aber egal. Also, ja, und Josie hat auch gerade schon gehört, ich habe auch schon angerufen, die sagt, ich habe die anderen halt schon getestet mit ihr. Und ja, die sagt, das, was ich jetzt höre, was ich jetzt nehme, das ist von allen am besten, weil klar und deutlich man mich versteht und keine Nebengeräusche und so sind. Geile Sache. Nee, das ist das, was ich gestern gesagt habe, was halt nicht in ihr und nicht over ihr ist. Yeah. Da habe ich auch schon in ein Vorab-Video gemacht, wo ich die zeige und erkläre. Das, wenn alles klappt, hoffe ich, dass ich das morgen schaffe, dass das wenigstens ein Vorab-Video online kommt, damit ihr da wisst, was auf euch zukommt. Und dass ich dann halt im Laufe der nächsten Woche, weil Fitnessstudio und so ist ja nicht so viel Zeit, die Videos bearbeiten kann und dass die dann übernächste Woche oder zum Wochenende dann anfangen, online zu kommen. PlayStation weiß ich nicht, ist ein Bluetooth-Headset. Wir können kurz, hier kann ich ein paar Informationen schon geben, aber das Video würde ich jetzt hier erstmal beenden. Ja, ihr seht, es funktioniert wirklich super. Also ich bin absolut begeistert. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde die drei verschiedenen Modelle jetzt demnächst beim Laufen, im Fitnessstudio und auch so benutzen und auch abends beim Zocken benutzen. Weil bei der Hitze, ich habe nichts auf den Ohren, nichts in den Ohren, ist super. Und ja, guckt einfach mal im Stream vorbei oder guckt die nächsten Videos, dann werdet ihr das auch sehen. Und dann gibt mir ein bisschen Zeit, dass ich die vernünftig testen kann. Und dann gebe ich mein Fazitvideo ab.
Fazit dazu ab, da weg. Entweder mache ich zu jedem einzelnen Fazit oder ein gesamtes Fazit. Das weiß ich noch nicht, das muss ich gucken. Bis dahin wünsche ich euch was. Ahoi, sagt euer Odin.